Ja, hallo. Heute bin ich mal ohne Diktiergerät, weil ich ein anderes Handy habe und das Handy hat ein besseres Mikro und deshalb versuche ich jetzt mal so ein Video zu machen. So, ich war gerade wieder mit dem Fahrrad unterwegs. Heute ist der 20. Mai 2022. Ein Freitag, die Sonne scheint, tolles Wetter, vorsommerlich, blauer Himmel, die Vögel singen und ich bin gerade wieder nach Hause gekommen und mache mir jetzt etwas zu essen, parallel. Heute mache ich mir Kartoffelsalat mit Salatgurke und gekochten Ei und Essig und Öl. Etwas Kühles, eine kühle Mahlzeit, weil wir ja auf den Sommer zuschreiten. Und während ich das so mache, habe ich den Wunsch und die Idee, ich mache mal wieder ein Video. Und zwar möchte ich ein Video machen, das ist nicht stringent ein Thema, sondern ich nenne es mal quer durch den Garten, obwohl es auch nicht zu weit ausufernd ist, aber es ist eben nicht so strikt, streng, sondern es hat etwas mit dieser Welt zu tun, es hat etwas mit meinem Leben zu tun. So, also und wie ich so dabei bin, denke ich, habe ich das Gefühl, ich möchte gerne sagen, ich gehöre nicht zu denen, die behaupten, dass die Erde flach ist, ein Brett, sondern ich gehöre zu denen, die darauf vertrauen, dass die Erde rund ist, eine Kugel. Obwohl es auch in der Bibel einen Satz gibt, die Aussage, die vier Enden der Erde. Sozusagen, aber eine Kugel hat ja keine Enden. Eine Kugel ist ja rund. Und darauf vertraue ich, dass dieses eine runde Erde ist und dass wir deswegen auch Sonne und Mond so sehen, wie wir sie sehen und dass wir auch deswegen den Sternenhimmel so sehen, wie wir ihn sehen. So. Das ist erstmal das eine, das Wichtige. Dann möchte ich sagen, ich gehöre nicht zu denen, die irgendwo da in der Ferne vermuten, dass es dort eine schönere Welt gibt als unsere oder dass es einem dort besser geht. Das habe ich nicht, sondern ich bin hier in dieser Welt, hier bin ich geboren. Es gibt in der Bibel den Spruch, sinngemäß, von der Erde bist du genommen, zur Erde sollst du werden, an den Mensch gerichtet. Und das heißt eigentlich auch, turne da nicht in der Weltgeschichte im weiteren Sinne herum, im Kosmos und vertraue darauf, dass du eine schönere Welt findest, sondern versuche mal zufrieden zu sein mit der Welt, in der du geboren wurdest. Und das möchte ich jetzt gerne sagen und auch an Mutter Erde gerichtet, die wir ja Mutter Erde nennen, die uns hervorgebracht hat und alles Leben hervorbringt und immer wieder aufs Neue hervorbringt. Das möchte ich gerne sagen. Und ich möchte sagen, dass je älter ich werde und je mehr Zeit ich auch habe, weil ich bin ja auch Rentner, desto mehr wird mir auch bewusst, dass ich verbunden bin mit dem anderen Leben. Und desto mehr habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass die Tiere Kontakt zu mir aufnehmen. Ich schaue mal, ob ich noch ein Videostück
anhänge, zum Beispiel, wo mir ein einsames Pferd begegnet oder ich begegne einem einsamen Pferd oder einem Pony. Und weil ich es so sehe und so wahrnehme, dass es einsam ist, es ist aber nicht einsam, weil es selber ist, sondern es ist einsam, weil es von dem Eigentümer, von dem Menschen auch zu einem großen Maße so gelassen wird. Oder der es vielleicht nicht wahrnimmt, vielleicht ist aber auch beschäftigt, hat keine Zeit, muss zur Arbeit. Auf mich wirkt es so, es ist wie ganz verloren und einsam. Und mein Wunsch ist es, ich gehe dorthin und streichle es und tröste es. Das hänge ich an, das ist nur eine Minute oder zwei Minuten. Das ist nicht lang und vielleicht noch, es ist mir vorgekommen, dass ich an einem Pferdestall vorbeigehe und bin auf dem Weg, ich weiß gar nicht mehr, ob ich mit meinem Hund unterwegs war, Richtung Wald und bin daran vorbeigegangen oder weshalb ich dort vorbeigegangen bin, das weiß ich nicht mehr, das ist auch schon viele Jahre her. Da ist es so, ich gehe daran vorbei und ein Pferd streckt den Kopf über das Tor, über die Pforte halb und ich streichle es und es küsst mich. So, obwohl wir uns gar nicht kennen aus diesem jetzigen Leben, aber es küsst mich. Und ich hänge dann noch daran einen kurzen Ausschnitt, ein neugeborener Esel, der zu mir kommt und mich begrüßt nach seiner Geburt, obwohl es nicht mein Eigentum ist oder auch die Eltern sind nicht mein Eigentum, mir gehören die Esel nicht, aber er ist dort geboren, wo ich wohne. So, dieses möchte ich machen. Ich werde auch gleich mal rausgehen und bei diesem schönen Wetter die Rosen und die Blumen filmen, die ich hier vorne im Vorgarten habe. Ich lebe so, ich bin nicht so pingelig, dass ich jeden Grashalm jäte. Zwischen den Steinen, zwischen den Pflastersteinen, an der Bordsteinkante, in den Blumenbeeten. Sondern ich bin eher so, ich lasse es eine ganze Zeit lang so wachsen, wie es wachsen möchte. Da weiß ich und ich fühle, dass so mancher, der hier an meinem Haus, das ich gemietet habe, vorbeikommt, so sich wundert oder denkt, der könnte auch mal das Unkraut da entfernen. Warum wächst da so hoch das Gras oder die Blumen? Warum wachsen die so wild durcheinander? Warum sind die Blumen nicht geordnet, sozusagen nach Art und nach Sinn, den sie erfüllen sollen? Aus dem Denken des Menschen heraus. Warum ist das nicht so bei diesen Typen? Und dann geht es so ein paar Monate so und im Winter sieht man, dass mein Garten sehr brach liegt und, also wenn kein Schnee liegt, man sieht die Erde. Und ich jäte aber nur ganz, ganz selten darin. Und meistens lasse ich es wachsen. Jetzt habe ich einen Punkt, wir haben Mai. Jetzt kommt aus dieser Wildnis und dem nicht gejätet sein und quasi der Unordnung oder dem Chaos heraus erblühen wunderschön viele, viele Rosen. Manche habe ich vor 8 Jahren gepflanzt, aber viele waren schon da, als ich eingezogen bin. Und sind vielleicht schon 20 Jahre dort. Und weil die sich zum Beispiel vermischen mit Hagebutten, weißblühenden Hagebutten, die
sozusagen im Dialog stehen zu den roten Rosen, filme ich das auch gleich mal. Jetzt hört man gerade einen LKW oder einen Trecker hier vor meiner Tür herfahren. Und man hört die Kirchenglocke. Die Kirche ist ja nicht weit weg von mir. So, also das werde ich filmen. Und ich möchte eigentlich mitteilen, dass immer mehr Tiere und Pflanzen mir wohlwollend begegnen und mich begrüßen und auch Kontakt suchen zu mir. Zum Beispiel, dass ein Hund von der gegenüberliegenden Straßenseite von seinem Frauchen fortläuft, er kennt mich eigentlich gar nicht, so ein großer Hund, und läuft zu mir rüber und freut sich und springt mich so an vor Freude und begrüßt mich. Und die Eigentümerin wundert sich, ist aber auch erfreut und findet es toll, aber es verwundert sie auch. Das heißt, es ist auch nicht üblich. Und für mich ist es so ein Zeichen, sie begegnen mir wohlwollend. Und es ist ein Zeichen dafür, dass ich auch zu unserer Erde gehöre. Und sich auch die Erde freut darüber, dass ich hier anwesend bin, auch wenn ich vielleicht irgendwo aus dem Sternenhimmel komme. Oder aus einem anderen Universum bin ich hier erwünscht. Ist meine Gegenwart hier erwünscht. Und darum gehöre ich eben auch nicht zu denjenigen, die, weil es jetzt irgendwie schwierige Phasen gibt, das Handtuch werfen und alles verteufeln und alles verdammen und die Erde loswerden wollen. Sondern es ist ja so, dass sehr, sehr viele Probleme, vermutlich die meisten Probleme, durch den Menschen verursacht sind und sie gehören nicht zur Erde. Die Erde hat oder versucht, alles in einem Gleichgewicht zu halten und es ist austariert, damit alles funktioniert und alles lebendig sein kann und sich ergänzt. Es ist sozusagen für die Erde nichts, was überflüssig ist. Und in diese Welt, in der nichts überflüssig ist, erscheint der Mensch mit seinen Begabungen, in Anführungsstrichen, mit seinen Neigungen, mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Wünschen. Ja. Und wir versuchen eigentlich und sollten es versuchen, dass wir alle miteinander klarkommen und wir als Menschen, dass wir versuchen, uns zu integrieren auf der Erde, in der Erde mit allem anderen und auch nicht vergessen, dankbar dafür zu sein, dass wir einen Körper haben. Obwohl ich auch sage, die Seele ist das Unsterbliche, aber die Seele sehnt sich ja nach einem Körper und sucht einen Körper und hat sie einen gefunden, versucht sie es auch zu genießen, dass sie einen Körper hat. Und wenn wir einen haben und wir haben jetzt den menschlichen Körper, können wir auch dankbar dafür sein, dass wir einen Körper haben, der uns so viele Möglichkeiten bietet, etwas zu erleben. Schon allein dadurch, dass wir 2 Hände haben, 10 Finger haben. Allein das schon, dass wir etwas gestalten können mit den Händen, dass wir eine Sprache haben, dass wir Worte bilden können, etwas ausdrücken können, austauschen können, kommunizieren können auf dieser Ebene. Wir haben 2 Beine, 2 Arme, einen Kopf, 2 Augen, eine Nase, einen Mund und so weiter. Und dafür können wir dankbar sein. Und das wollte ich gerne jetzt mal so zwischendurch einschieben. Irgendwann werde ich ja auch gehen oder muss ich gehen, aber ich glaube nicht, dass ich dann tot bin, sondern
ist es Zeit, ich muss gehen. Und wo ich dann sein werde, das weiß ich nicht. So, da mache ich mir auch nicht so viel Gedanken drüber, sondern ich gebe mich dem Ganzen sozusagen hin. Und ich lasse mich überraschen, was sein wird. So, das wollte ich gerne sagen, jetzt spontan. Und hieraus mache ich gleich wieder ein Video. Also ich hoffe, der Ton ist zu verstehen, weil ich ohne Diktiergerät jetzt hier agiere. Und mal schauen, falls ich noch ein paar Fotos mache oder so, hänge ich die an oder ich gliedere sie ein, auch wenn ich dazu jetzt nicht entsprechend irgendeinen Text habe, sondern dann gibt es eine Hintergrundmusik und ich lasse mal die Fotos laufen und ich nenne es halt quer durch den Garten, weil es jetzt ja mehrere Punkte sind, die ich angesprochen habe. Und so soll es auch sein, das soll auch nicht todernst sein, sondern auch spielerischen Charakter haben. Und wichtig ist, etwas Gutes zu glauben und etwas Gutes zu denken, sich etwas Gutes, etwas Schönes vorzustellen. So, und das versuche ich auch immer wieder mir zu sagen und ja, mir selber auch den Mut zu machen und zu sagen, das ist okay, so wie es ist, quasi, und ich wünsche, dass es schön ist, schön wird oder schön bleibt. Ja, solange es mir gegeben ist, dass ich hier sein kann. Die Vögel, die herumfliegen, ganz viel verschiedene Singvögel, auch Tauben, die hier vorne sind vor meinem Fenster. Ich streue hier Futter aus auf der Fensterbank und streue auch Futter aus auf dem Hinterhof, der hier angegliedert ist. Sie kommen immer den ganzen Tag über, solange es hell ist, eigentlich unentwegt und fliegen hin und her und singen oder kommunizieren. Sie kommunizieren auch mit mir und zurzeit fängt es morgens um 3:30 an vor meinem Schlafzimmerfenster. Dann sind sie zwischen den Rosen, die ich gleich filme, in diesem kleinen Vorgarten. Oder sie singen aus dem Nachbargarten heraus. Das finde ich immer sehr schön. Und ja, sie wissen, was abgeht. Das möchte ich auch sagen. Sie wissen, was geschieht. Die Tiere. Auch die Vögel. Sie, ohne dass sie Bibliotheken haben mit 100.000 Büchern, in denen alles niedergeschrieben ist. Sie wissen das so, das ist ihr Erbgut. Damit werden sie geboren und dazu kommt das, was sie selber erleben. Und sie versuchen Kontakt aufzunehmen zu uns als Menschen und sozusagen auf der Ebene von du zu du. Dass wir uns duzen und nicht fremd sind und uns so begegnen und ansprechen mit sie. Sie, Frau Taube zum Beispiel, möchte gern etwas von mir haben, nämlich Futter. Dann kann ich auch sagen, du Täubchen möchtest Futter von mir haben. Und das mache ich auch so. Ich mache eigentlich bei allen Tieren hinten dran so eine Verniedlichung, dass ich sage, Hündchen, Täubchen, Birdies oder so. Ich nehme sie raus aus diesen ganz strengen Kategorien, wo das wie festgemeißelt ist, so muss es sein und so, sondern ich versuche das auch spielerisch zu machen. Ich streue diese Form von Leichtigkeit auch in die Welt und in meine Umwelt. Ja.
Das mache ich. Und jetzt bin ich gerade wieder so drauf und jetzt bereite ich mir mein Essen zu Kartoffelsalat, weil es ja so warm ist. Und danach mache ich dieses Video quer durch den Garten. Und ich wünsche allen, ja, eine schöne Zukunft, muss ich sagen. Und Vertrauen. Vertraut auf das, was im weitesten Sinne geschehen wird, kommen wird. Und vertraut darauf, dass es okay ist. Das möchte ich sagen. Und ich könnte auch sagen, vertraut auf Gott im weitesten Sinne, auf dem, was wir als Gott bezeichnet, vertraut darauf, dass das alles seine Ordnung hat, seinen Sinn hat, okay ist, und vertraut auch darauf, dass auch Gott Humor hat und nicht ganz streng und strikt mit Strafen droht, wenn man einen Fehler macht oder wenn man etwas anderes denkt oder etwas anderes wünscht, so wie es manche predigen, dass es eine Drohgestalt ist, sondern vertraut darauf, dass auch Gott locker ist, Lockerheit hat und Güte hat und Liebe. So, das ist meine Message für heute. Und ich sage Ciao und Shalom. Und jetzt mache ich Essen und dann ein Video. Oder ich mache erst ein Video und dann das Essen. Das entscheide ich gleich. So, das sind meine Blumen. Hier ist meine Laterne, eine. Hier ist eine Blume. Da habe ich etwas Neues ausgesät, Wildblumen. Da ist noch eine Laterne. Okay. Hier habe ich für Insekten Wasser und auch für Vögel, wenn sie baden wollen oder trinken wollen. Diese Rosen, die habe ich vor etwa 6 oder 7 Jahren gepflanzt. Die kommen jetzt hier aus dem sogenannten Unkraut heraus. Hier habe ich Blumen. Hier habe ich Blumen. Hier habe ich Wasser, auch für die Vögel zum Baden, zum Trinken. Hier habe ich Rosen. Hier habe ich Hagebutten. Wild, hochwachsend. Viele würden sagen ungepflegt. Aber ich liebe das so. Unmilitärisch in Anführungszeichen. Ich bin auch kein Diktator. Ich möchte nicht anderen Lebewesen diktieren, wie sie zu leben haben. Ich lasse mich überraschen von der Natur. Schaut mal hier, diese Rosen allein. Das sind schon mal 50 bis 100 Stück und das sind auch noch mal so etwa 100. Die kommen halt hier wieder, die Hagebutter. Hier, ja, das liebe ich, so etwas liebe ich. Und das ist ein Paradies für die Vögel. Und hier sind noch mal so viele Rosen. Hier sind auch die Vögel, von denen ich erzählt habe, die singen. Und da oben an dem Fenster, da ist mein Schlafzimmer, mein Bett. Und da schlafe ich, und das Fenster habe ich auf Kipp oder ganz auf, je nachdem wie warm es ist.
Hier ist mein Schaufenster, das ich abends beleuchte. Ja. So. Und jetzt mache ich doch erst hieraus ein Video und dann werde ich das Essen machen. Und hier heißt es Zieltstraße Nummer 1 ist das. Das ist mein Fahrrad. Damit fahre ich jeden Tag zum Einkaufen. Das ist meine Türglocke, weil meine Klingel kaputt ist. Zum Beispiel sowas mache ich auch gerne. Das möchte ich auch mal sagen. Die ist kaputt und darum habe ich da drauf geschrieben defekt und habe eine Betriebsanleitung geschrieben für die Glocke, weil ich mal erlebt habe, dass jemand vor der Tür steht und sucht den Klingelknopf, die Klingel, aber er steht direkt vor der Glocke und darum habe ich das hier hingeschrieben. Klingel hier links, nochmal mit Pfeil, Glocke laut läuten, damit ich das auch höre. Und das ist so eine Schiffsglocke, die ist so laut. Hat einen schönen, sehr schönen Klang. Hier ist mein Windspiel, das von selber einen Sound gibt, entweder wenn Wind ist, aber auch oft, wenn es ganz windstill ist und ich gehe hieran vorbei. Dann fängt es an zu läuten und macht seine Töne. Und es gibt ja auch manche Menschen, die mal hierher kommen oder gekommen sind, die sagen, in dem Haus spukt es. Ich finde das nicht bedrohlich, sondern ich denke, ja, okay, das ist auch erlaubt. Hier ist ein Engel mit einem zerbrochenen Flügel, den habe ich auch schon 8 Jahre hier stehen. Der war schon im Haus, als ich eingezogen bin vor 8 Jahren. Ich habe ihn nicht weggeworfen, weil ich das auch denke, das ist auch sozusagen ein Symbol, denn es zeigt einen Engel, der auf seinem Weg einen Flügel symbolisch verloren hat, opfern musste. Dadurch, dass er selber Fehler gemacht hat oder schräge Wege gegangen ist und nicht einfach nur einen Heiligenschein hat. Und hier habe ich meinen Flyer. Den habe ich hier draußen stehen, damit die Energie sozusagen in die Außenwelt kommt. Wenn der Wind hier umwehen möchte, so, und jetzt mache ich hier was hier habe ich noch ein okay. Dann mal bis imagining you and me in the same dream.
say.